Wie viel habe ich denn jetzt abgekriegt? Ich bin noch gesund, das ist sehr schön. Immerhin, er hält viel aus, aber er scheint nicht viel austeilen zu können. Kann ich denn gegen diesen Glibberhaufen etwas tun? Sie sehen aus wie Eier. Sie sind von einer Pfütze aus Schleim umgeben. Nee, ich glaube, da komme ich wirklich nicht weiter. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen ungünstig. Was könnten wir nun tun? Ich schaue nochmal kurz auf die Karte. Ja, wir haben nur den einen Weg zurück. Wir haben nur den einen Weg zurück. Und ich glaube, mit Billy können wir auch nichts ausrichten. Wir können mal kurz schauen. Ich meine, es gibt ja dieses Austauschmenü, aber ich glaube, das geht nur, wenn die auch nebeneinander stehen, oder? Oder wie ist das so gemeint? Umschalten? Ich habe keine Ahnung, wie komme ich denn da hin? Okay, Achso, ich kann es mir bloß anschauen, was sie dabei hat. Könnte ich jetzt theoretischerweise was rübergeben? Nein, kann ich nicht. Okay, das dachte ich mir schon. Wäre ja auch irgendwie seltsam, wenn die in völlig verschiedenen Gegenden stehen und ich ihm einfach, ich einfach was rüberschieben könnte. Das wäre schon seltsam gewesen. Nun ja, dann haben wir ein kleines Problem. Ich muss irgendwie an diesem Vieh vorbeikommen. Shit. Ich habe keine... Nein, falsche Taste, Mensch. Ich habe keine große Wahl, oder? Das ist sehr, sehr schlecht. Nachgeladen ist. Ich verbrate meine ganze Munition hier in das Vieh und das funktioniert sowieso nicht am Ende. Ich glaube... Ich muss mal versuchen, irgendwie an dem Vieh vorbeizurennen. Ich sehe gerade keine großartige Möglichkeit ansonsten. Kannst du den Eispickel aufheben? Nein, nicht das Farbband. Wo habe ich den denn hinplatziert, ist die Frage. Shit, jetzt muss ich ihn erstmal wiederfinden, na klasse. Okay, wir nehmen erstmal das andere Zeug auf und stellen es irgendwo anders hin. Damit ich genau sehe, wo was steht hier. So, ich glaube, ich habe aber gerade was blinken sehen, oder? Hier ganz am Rand. Ah, hier drüben, alles klar. So, stecken wir den ein. Und schauen mal, ob wir vielleicht irgendwie an dem Vieh vorbeigerannt kommen. Ich sehe da ehrlich gesagt keine großen Chancen, aber wir können es ja probieren. Hallo? Nein, er steht sehr, sehr dicht. Es hat keine Wirkung, wenn ich da drauf schieße. Und ja. Damit hat sich der Versuch dann auch schon wieder erledigt. Crap, was soll ich denn tun? Ich bin gerade ein bisschen ratlos, muss ich zugeben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist alles irgendwie ein bisschen doof. Da setzen die mir die Schrotflinte so hin. So nach dem Motto, du wirst sie brauchen können. Haha. Und dann bringt ihr mir gar nichts. Hm. Tja, was machen wir denn da? Ich weiß es nicht so richtig. So, aber mit dieser Tasche kann ich ja jetzt erstmal auch nichts anfangen eigentlich. Nee, lass liegen. Kann ich irgendwo anders hier lang? Sieht nicht danach aus, ne? Und in dem Raum hier haben wir außer dem Heilungsspray jetzt, glaube ich, auch gar nichts mehr. Das können wir natürlich gerade, weil ich mir Platz gemacht habe, einsammeln mit. Stellen wir das auch noch raus in den Gang. Nee, hier ist nichts.
Oh shit. Tja, was machen wir denn? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Willkommen im Ekliptik-Salon. Ruhen Sie sich einen Moment lang aus. Na, sehr gern doch. Könntet ihr mir zufälligerweise sagen, wie ich an diesem Vieh da drüben vorbeikomme? Was ist eigentlich Ihr Gegenstand hier? Ein Mischset. Ah ja, das muss man jetzt schon als Gegenstand bei sich führen. Tja, ich kann noch ein bisschen draufhalten, aber ich glaube nicht, dass das so viel bringt. Oh, habe ich gerade was getroffen. Sag bloß jetzt, treffe ich doch was. Oh, schlecht. Das ging sehr schnell. Nun denn, wir sehen uns wieder. Wenn wir wieder an dieser Stelle sind, immerhin haben wir jetzt festgestellt, der Skorpion kann verletzt werden. Wir müssen nur die richtige Stelle treffen. Und da sind wir wieder. Wir sehen, diesmal bin ich mit Billy hier. Denn ich dachte mir, wenn man schon gegen einen großen Gegner kämpfen muss, dann nimmt man doch lieber denjenigen, der ein bisschen mehr aushält. Meine Bewaffnung sieht dementsprechend aus, dass ich eigentlich wirklich nur dabei habe, was ich unbedingt brauche. Der Rest liegt nebenan. Ich habe sogar meine Ersatzmuni für die Pistole drüben gelassen. Gut, den Eispickel hätte ich eigentlich auch auf dem Boden liegen lassen können. Egal. Ich hoffe, diesmal klappt das. Ich muss also in die Mitte schießen, so wie es aussieht, nicht auf die Zangen. Wusste ich vorher nicht, dass man da drauf achten muss. Schauen wir mal, ob wir es diesmal hinkriegen. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. So. Na dann. Komm, du Mistvieh. Versuch Nummer 2. Wunderschön. Oh, sieh mal an. Ah, das Vieh, das versteckt sich hinter den eigenen Ärmchen da. Hinter den Zangen. Oh, was? Der hat schon beide Schuss verbraucht. Oh, shit. Na, das ist ja großartig. Okay, bisschen gucken. Ah, ich habe schon wieder zwei Schuss verbraucht. Kannst du bitte kurz ins Inventar gehen? Ich bin noch völlig gesund, erstaunlich. Aber ich habe gleich keine Munition mehr. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich weiß auch nicht so richtig, wo ich auf das Ding schießen soll, ehrlich gesagt. Komm her. Komm einen Schritt näher. Ah, der sah gut aus. Okay, vielleicht hätte ich es wirklich einfach rankommen lassen sollen, das Ding. Na dann eben mit der Pistole. Ich hoffe, die 15 Schuss reichen. Es ist so einfach, wenn man es weiß. Warum sagt mir das denn vorher keiner? Och Mensch. Habe ich die ganze schöne Schrotflintenmuni verbraten. Für nichts und wieder nichts. Das ist schon ärgerlich. Muss ich zugeben. Jetzt fall endlich um. Na komm schon. Ich weiß nicht, wie viele Schuss ich noch bei mir habe. Können nicht mehr so viele sein. Oh Mann. Hat es erledigt? Oh, Dankeschön. Verrecke endlich. Komm schon. Mann, 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 Mann. Nein, ich wollte gar nicht wechseln. Mensch. Ich bin irgendwie so drauf aus, ins Inventar zu gehen, ins Menü zu gehen, indem ich Dreieck drücke. Das war knapp. Zwei Schuss noch.
Okay. Zumindest haben wir dann jetzt keine Probleme mehr mit Munition, die uns Platz wegnimmt. Also auch schon mal was. Die Schrotflinte werde ich dann wahrscheinlicherweise jetzt liegen lassen müssen. Nehme ich mal so an. Aber wir haben das Vieh beseitigt. Endlich. Und es ist eigentlich so unfassbar einfach. Man muss es einfach bloß rankommen lassen, nach unten zielen und abdrücken. Man muss es halt nur wissen. Ja, das hätte man deutlich munitionssparender haben können, das Ganze. Nein, schon wieder die falsche Taste. Mensch. Ihr seht, ich bin noch nicht ganz so drin in der Steuerung. So, wir schauen nochmal kurz. Nein, jetzt ist wirklich kein Platz mehr. Kombinieren damit. So, zumindest haben wir noch einiges an Schüsschen für die Pistole. Das ist ja auch was. Gut. Dann werde ich die Farbbänder hier einfach mal liegen lassen. Ich denke, sie werden es mir verzeihen können. Ich habe auch noch direkt vor dem Zugführerbüro die Aktentasche geparkt und sonst noch was? Weiß ich gar nicht, ob ich sonst noch was dahingeschmissen habe. Jedenfalls, wir wissen, wo die ganzen Sachen liegen und können sie bei Bedarf noch einsammeln. Das ist dann auch ganz in Ordnung. Mensch, der Hausmeister war schon wieder da. Ist etwas zugig hier oben, stelle ich fest. Was liegt denn hier rum? Ich meine, ich kann es nicht mehr aufsammeln, aber dieses Objekt können sie jetzt nicht tragen, das weiß ich. Ah, ich weiß, wofür es ist. Ich weiß, wofür es ist. Wisst ihr was? Ich glaube, ich lasse das Heilspray mal hier liegen. Nein, ich will es nicht untersuchen, ich will es liegen lassen. Ja. Ja, komm, machen wir so. Genau, der Klappenöffner, mit dem können wir dann im Küchenbereich dann die Klappe öffnen. Und dann machen wir uns mal wieder auf den Weg nach unten. Ich hoffe, hier unten hat sich jetzt nicht so viel getan. Also platztechnisch ist es ohne die Kisten aus dem ersten Teil schon recht schwierig, muss ich sagen. Solche Sachen wie die Schrotflinte. Ich weiß halt nicht, inwiefern wir hier Sachen jetzt hinlegen können und dann später noch zur Verfügung haben. Das ist halt das Problem. Falls wir irgendwann den Zug verlassen, das meine ich, wisst ihr? Können wir dann nochmal in den Zug zurückkommen, um die Sachen wieder einzusammeln? Drum traue ich mich irgendwie gerade nicht so richtig, die Schrotflinte irgendwo hinzulegen. Auch wenn sie jetzt einfach bloß sinnlos zwei Plätze wegnimmt bei mir. Den Freund lassen wir mal dort einfach stehen. Ja, ja. Grunzt dich alleine aus. Brauchst du mich nicht zu. So, ich hoffe mal, hier ist ein bisschen freier der Weg. Ja, sehr schön. Können wir direkt durchmarschieren und Rebecca endlich aus ihrem Gefängnis befreien da oben. Auch wenn es ursprünglich mal Billy war, der da drin gesteckt hat. So, was wir aber auch machen können, ist erstmal direkt die Luke hier öffnen. Da ist eine Zugangsklappe. Zum Öffnen benötigen Sie irgendein Werkzeug. Das ist richtig. Benutzt es doch einfach. So. Dann haben wir das nämlich schon mal aus dem Inventar raus. Auch wenn ich jetzt nicht während der Fahrt da runterspringen möchte. Oder wo geht's denn da hin? Ach, das ist ein Wartungsgang, der noch drunter ist. Nee, muss jetzt gerade nicht sein. Später. So, erstmal holen wir Rebecca da oben raus, damit wir dann hier als Team arbeiten können. So. Ja, bitte. Objekt ablegen, nämlich den Eispickel. Einmal das Knöpfchen gedrückt. So. Und dann können wir Rebecca da rausholen. Der Platzregen draußen lässt einfach nicht nach. Sorgen hast du, Mädchen. Sorgen hast du. So. Den nehmen wir sehr gerne an uns. Gut, sie stand auch im Regen, ne? Ja, ich weiß, es steckt etwas im Schlüsselloch. Scharfes Objekt ist übrigens falsch. Es muss ein spitzes Objekt sein. So.
Der Türgriff ist jetzt frei. Mal schauen, was da drin gesteckt hat. Das müsste ja theoretischerweise am Boden liegen, oder? Ach, hier sind wir. Ha, 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 ha. Wer bist du denn? Und wo sind meine Frames hin? Hast du meine Frames gestohlen? Alter, ist das langsam. So, jetzt ist wieder ein bisschen schneller. Kaum ist der Feuermensch aus dem Bild verschwunden. Weiß nicht, hat das schon hinter sich? Naja. Oh, ich gehe einfach. Ich gehe einfach. Ja. Was hält mich denn hier oben? Warum soll ich mich um die zwei brennenden Idioten kümmern? So, damit gibt es nur noch zwei Bereiche im Zug, die wir noch nicht gesehen haben. Nein, drei. Den Wartungstunnel. Hier hinten den Frachtwagen. Und den Führerbereich. Let's go! Okay. Genau. Komm, Billy. Wir gehen zusammen. So. Gut, dass ich dieses Ding für den Wartungstunnel gleich mitgenommen habe. Ach, das ist bloß ein Durchgang in den Frachtwagen hinein. Alles klar. Oh, shit. Okay. Danke. Haben wir's? Ich glaube, wir haben's. So, ich schau mal ganz kurz nach, wie es um unser Leben bestellt ist. Sehr gut, sehr gut. Das sehe ich gern. Das sehe ich gern. So, und wir wechseln mal kurz auf Billy, denn ich habe da etwas erspäht. Ja, bitte. Oh ja, neue Gewehrmuni. Ein Traum. Erneut 7 Schuss. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass dieses Ding ja immer bloß 2 Schuss führen kann, ne? Ich würde sagen, wir machen mit Rebecca hier weiter und sammeln den Benzintank ein. Kanister. Ich kann mir vorstellen, wo wir den anwenden könnten. Vielleicht bei diesen Eiern im oberen Stockwerk. Wenn wir die ausräuchern mit Billys Feuerzeug und diesem Benzintank. Goldring mitnehmen. Oh, ich kann mir vorstellen, wofür dieser Schlüssel, dieser Goldring ist. Es ist wahrscheinlich der Schlüssel, von dem die Rede war. Für die Aktentasche. So, gibt's ansonsten noch was hier? Eine Tür. In Ordnung.